Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier zurück bei Nihoh. Diesmal machen wir weiter mit der Hauptmission Tief in den Schatten. Willkommen, Hanzo. Es ist gut, dass du mit einem Freund gekommen bist. Sir William, nicht wahr? Mir wurde gesagt, dass du über ein gewisses Geschick im Umgang mit Yokai und Monstern verfügst. In Anbetracht dieser Talente muss ich um einen Gefallen bitten. Mein Sohn Nagamasa ist aufgebrochen, um eine Bande von Schurken zu zerschlagen, und ich habe seither nichts mehr von ihm gehört. Ich würde ihm selbst zur Hilfe kommen, doch mein Körper ist nicht mehr, was er einmal war. Wirst du meinen Sohn an meiner Stelle retten? Ja, natürlich werde ich das. Hallo? Los geht's. Im Norden von Kyushu, unter den Bergen von Nakatsu, liegt ein kompliziertes System von Kalksteinhöhlen, das über Jahrzehnte durch Erosion geschaffen wurde. Kühne Schurken haben sich in den obersten Bereichen niedergelassen, doch selbst sie fürchten sich davor, in die tiefsten Tiefen vorzudringen. Ja, warum auch immer, das finden wir heraus. A cat clock. Hanzo's ways are curious indeed. Nagamasa to mousu mono no shimurei no kihai wa yoku shitte oru zo. Even cats speak in these lands. Washi ga tsuite yaro. Wale da shimurei wa hito no shinjin. しかし長く続く戦乱がため改まの力はいやましい妖怪が世にばっこしておるのじゃ。これでこの国の言葉も聞き取れるようになろう。感謝せ。Okay, also haben wir jetzt einen neuen Schutzgeist. Die Fähigkeit, Jutsu bereit machen, wurde freigeschaltet. Was haben wir denn? Antitoxinpille? Feuertalisman oder Wassertalisman? Jutsu-Kosten. Okay, ich habe... Ja, ich würde sagen, Antitoxinpille vorbereitet. Und hier nehmen wir den Feuertalisman. So. Okay. Ich weiß nicht so genau, was dies nun jetzt gebracht hat, aber wir hoffen einfach mal das Beste. So, da vorne sind schon die ersten bösen Buben. Aber hier ist eine... Oh, oh. Komm her. Und zurück. Okay, ein cooles Schwert, muss ich sagen. Nö, du hast nichts fallen lassen. Wäre es nicht vielleicht hier sogar gut? Okay, also irgendwie stehe ich gerade ziemlich dämlich da. Oh ja, das ist unten ziemlich gut.
jetzt ist hier erstmal das Licht aus. Oh, eine geplünderte Truhe. Ah, da ist noch eine nicht geplünderte Truhe. Und ein Pfeil. Ich wollte noch Pfeile kaufen, fällt mir gerade auf. Na, immerhin habe ich jetzt noch ein paar Stück bekommen. Erstmal alles kaputt dashen hier. Ganz schön eng hier. Ja, genau das meinte ich damit. Aua, Junge. Hey. Mal nicht so voreilig hier. Tschüss. So. Lebst du noch oder bist du schon tot? Du bist schon tot, alles klar. Das wusste ich noch. Leider haben sie diesen Leichnam mit sich genommen. Und da vorne sind jetzt ein paar von den bösen Buben. Die werden wir erstmal mit Steinen ranlocken, um die ein bisschen zu malträtieren. So, schön zurücklaufen und dann bearbeiten. Was? Was? Mit zwei Schlägen? Alter... Alter! Was war das denn? Ging ja voll in die Hose. Ah, stimmt. Ich hätte ihn mit einem Pfeil erledigen können. Auseinandergenommen, die beiden. Ey, kann hier echt jedes Mal was rauskommen? Oh, darunter war auch Pfeile. Okay, dann lohnt sich das ja hier überall mal so durchzudashen jedes Mal. Gerade, also gerade wirklich für den Pfeilbedarf nicht schlecht, Herr Specht. Lundenschuss-Munition. Okay, die brauche ich jetzt gerade weniger, weil ich keinen Lundenschuss habe, aber... Ich habe einen Sockenschuss. Habe ich einen rausgehauen, ne? Na gut. Ja, nächstes Mal arbeiten wir hier mit einem Kopfschuss-Pfeil. Dann können wir zumindest einen der beiden schon mal erledigen. So, hier hinten kommt gleich einer raus. Das ist nämlich der da. Der gerade den Dude da am Plündern ist hier. Er macht so Schurkenzeug. Ist voll am Plündern. Wow. Mal aufpassen hier. So, erst einmal unseren Stuff zurückgeholt. So, dann überlegen, was wir jetzt mit den beiden machen. Also erst einmal den einen hier mit einem Kopfschuss wegziehen, was ja wunderbar nicht funktioniert hat. Dann rennen wir erstmal zurück. Also wir laufen zurück. Dann können die uns nämlich hier erstmal schon mal nicht runterschmeißen. So, sehr schön. Das ging noch gut. Bleib mal schön da stehen, Burschi. Und Abfahrt. Wow. Damit hatte ich jetzt in der Tat nicht gerechnet, dass der das jetzt hier so einfach überlebt. Aber freundlicherweise schenkte er mir ein Elixier. Ein ganz netter junger Mann. Dieser Bandit. So, und den da oben, den schnappen wir uns jetzt auch. Ach, scheiß drauf. Na gut, das hat jetzt überhaupt nicht... Wow. Und... Gut, das hat dann wiederum funktioniert.
Ah ja, ein Durchgang hier unten. Aber ich möchte mir eigentlich eher diesen Dude hier schnappen. Nämlich Fudushin. Na, Fudushin. Ui, guck mal, was der sogar hat fallen lassen. Was, der hat, ein cooles Item fallen lassen. Und zwar, ja, coole, lilane Hände. Höhere Wurfgeschwindigkeit. Hier ist ja fast alles schon geplündert. Immer diese Banditen, ey. Immer alles hier am Plündern. Lassen nichts mehr für den... Ah, wow. Ja, ja. Meister. Kein Stress hier. Ja, ich zeig dir mal den Weg zurück, kleiner Mann. Ja, tschüss, bis später. Sagen, mir gefallen ja auch die Doppelschwerter. Finde ich ja schon ganz sexy. Oh, das sind mehrere. Okay, doch nicht. Ja, gut. Der hat's dann nicht so lang gemacht. Da ist noch einer drin. Ah ja, ich sehe schon. Der ist ein bisschen härter drauf, der Bursche. Und vorbei. Scheiße. Nein, nein, zurück, zurück, zurück. Und heilen. Wow. Musst du aufpassen. Also er muss aufpassen. Hui. Huiuiuiui. Ja, der sah jetzt schon so ein bisschen aus, als ob der mich hier ratzekahl macht. Dann ist nämlich hier ja nicht alles kahl. Dann ist hier eher so alles doof. So, komm mal mit raus hier. Ich wähle das Schlachtfeld. Wo bleibst du denn? Der Rückkehrer ist hier mal so ein bisschen... Nein! Alter, scheiße, zurückrennen hier. Alalala. Okay, das war jetzt ein bisschen lame von mir hier. Hey! Wow, wie kannst du nur? Ah, sorry, ich darf gerade nicht sterben.
Deine Rufstufe ist gestiegen. Das ist ja schön für meine Rufstufe. Oh, hier kommt überall gerade Dampf raus. Ich bin der Steam Man. Die Wände haben Augen und scheinen sehr mir interessiert zu sein. Das ist ja sehr nice. Nice Wände. Ui, den haben wir wieder wunderbar filetiert. Schön zum Filet verschnitten, den Mann. Uiuiui. Also teilweise wirklich ganz schön coole Situation hier. Bin ja von mir selbst ein bisschen überrascht, dass ich das hier alles teilweise so gut überlebe. Waren hier nicht zwei? Ah, da ist der andere. Ah ja, Schlüssel zur Anführerkammer. Ich habe gerade noch ein neues Item bekommen mit einer ganz guten Stufe. Oh ja. Ah, viel besser, viel besser. Nee. Na gut. Nee, ich habe jetzt ja schon gegen zwei von denen gekämpft. Das reicht mir jetzt auch. Erstmal für diese Folge zumindest damit. Okay, da vorne geht's raus. Aber da hinten ging es ja auch noch einmal nach oben. Da möchte ich mich auch nochmal umschauen. Bevor wir jetzt nämlich hier einfach rausrennen und dann ja wieder aus Gründen mein Zeug verlieren oder so. Oder ist das, wofür wir jetzt den Schlüssel haben? Ach, guck mal, dafür haben wir diesen Schlüssel gefunden. Ja, das ist dann wohl der Anführer. Und vorbei. Komm her, komm und vorbei. Sorry, du musst jetzt mal sterben. Uiuiui. Ab zurück mit dir. So. Grünschnabel-Ausrüstung haben wir jetzt gefunden, ganz viel.
Naja, aber auch nicht so viel besser. Wasserschutz und Verteidigung nochmal. Schadensreduktion, unbegrenzt Munition. Naja, ist natürlich irgendwie beides ganz praktisch. Das ist natürlich jetzt schwer, da jetzt eine sofortige Entscheidung zu treffen, was jetzt cooler ist. Na gut, ihr lieben Leute, ich würde sagen, bevor wir jetzt da nach draußen gehen, machen wir ein kleines Päuschen, sehen uns wieder in der nächsten Folge Niho und dann erkunden wir hier weiter diese Klippen. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal, BB, euer Hyuga.